Shisha-Waren-Test bringt die Shisha-Waren-News. Shisha-Tabak-Köpfe, wir bringen die Highlights auf den Punkt. Die ersten echten Nachrichten, die dich interessieren. Einmal im Monat hier auf unserem Channel. Denn wir geben dir den Input für die Lunge. Shisha-Waren-Test, Test, 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 Shisha-Waren-Test. Schönen guten Tag, liebe Shisha-Freunde, die Shisha-Waren-Tester, Shisha-Oli und Big2B sind wieder für euch am Start. Wir hauen heute die neueste Ausgabe von unseren Shisha-Waren-News raus für euch. Wir haben wieder ein paar neue Artikel rausgefischt aus dem World Wide Web. Alles rund um die Shisha und Zubehör gibt es heute natürlich wieder. Und da würde ich sagen, fangen wir direkt an mit der Ausgabe im März, also 0316. Let's see, Sir. Du Idiot! La Sisa, also vor Shisha, präsentiert zwei neue Wasserpfeifen. Diese nennen sich Revenge und Destroyer und bestehen beide aus Edelstahl. Ist ja momentan voll der Trend, war kein Wunder, dass es Edelstahl ist. Ja, und was ist enthalten in einem Paket bei der Destroyer oder bei der Revenge? Da haben wir zwei Silikonschläuche mit zwei Mundstücken schon dabei, Schlifffunktionen an den Schlauchanschlüssen, vier Schliffendstücke mit 18 Achterschliff, ein Kaminkopf, ein Diffuser und eine Zange sind auch schon mit dabei, also auch ein ordentliches Zubehörpaket. Beide Shishas haben dieselben Funktionen und dasselbe Zubehör, sprich Durchmesser und Qualität sind komplett identisch. Unterscheiden tun sie sich ausschließlich nur beim Aussehen und in der Größe. Natürlich sind die Pfeifen made in China, aber das ist bei einem Preis von 199 Euro auch logisch. Der Preis geht auf jeden Fall in Ordnung meines Erachtens nach und die Qualität sieht auf den Bildern auf jeden Fall auch schon mal sehr nice aus. Wir werden auf jeden Fall mal mit Frau Shisha sprechen, ob wir eventuell mal eins der beiden Modelle näher unter die Lupe nehmen können und dann werden wir sie vielleicht die Tage auch mal reviewen für euch. Ja, True Clouds stellte kürzlich vier neue Geschmäcker ihrer Hookah-Creme vor. Diese wären jetzt zum Beispiel Pecan Milk, also Pekanuss plus Milch, Orange Vanilla, Orange plus Vanille, Acai Berry, das sind dann Acai-Beeren, und Blueberry Lemonade, Heidelbeer-Limonade. Preislich liegt so eine 75 Gramm Dose bei 9,90 Euro und ist bereits jetzt im Handel erhältlich. Ja, was haltet ihr so von diesem Tabakersatz, Cremes und so weiter? Speziell jetzt auch diesen. Würdet ihr sowas überhaupt nehmen, beziehungsweise würdet ihr das auch zum Mischen nehmen? Das würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Einfach mal in die Kommentare damit. Ocean Hookah präsentierte Anfang März drei neue Modelle, die optisch auf jeden Fall schon mal ein Highlight sind. Da hätten wir zum einen zum Beispiel die Minor, jetzt rechts im Bild zu sehen. Das ist die kleinste Ocean Hookah im Sortiment mit 63 cm Höhe. Die Base ist serienmäßig mit einem Schlauchanschluss und Ausblasventil ausgestattet und bei Bedarf kann man natürlich auch einen zweiten Anschluss dazu kaufen. Ist also eine reine Zweischlauch-Shisha, wenn man sie aufs Maximum erweitern möchte. Die Rauchsäule besteht aus V2A Edelstahl und ist sehr massiv, wie man es von Ocean schon kennt. Die Bowl hat 24 cm Durchmesser und besteht aus handgemachtem böhmischem Kristallglas, also das Nonplusultra. Der Preis liegt bei 229,90 Euro. Dann gibt es noch die Magna, die ist jetzt links im Bild zu sehen. Das ist die neue Mittelklasse von Ocean. Gesamthöhe beträgt 68 cm. Diese wird bereits mit vier Schlauchanschlüssen geliefert. Und die Rauchsäule wurde ebenfalls aus einem Stück gedreht und ist wie immer die ganzen Metallteile made in Germany. Die Bowl hat 28 cm Durchmesser, also minimal größer und ist ebenfalls handgemacht. Außerdem wird die Shisha bereits mit dem neuen Edelstahl-Kohleteller ausgeliefert. Der Preis liegt bei der Magna bei 279,90 Euro. Ja, und jetzt fehlt noch die Euphoria in der Mitte jetzt zu sehen. Das ist die Luxus-Oberklasse-Pfeife von Ocean. Mit einer Gesamthöhe von 73 cm auf jeden Fall die größte aktuell und die Base im neuen Design bietet auch gleich vier Schlauchanschlüsse inklusive. Rauchsäule sowie alle anderen Metallteile sind sehr massiv und sehr hochwertig verarbeitet und die Bowl ist aus 24%igem böhmischem Bleikristall handgeschnitzt. Der Preis hierbei liegt bei 349,90 Euro. Alle Rauchsäulen verfügen übrigens über einen 18,8er Schliff am oberen Ende und passende Molassefänger werden ebenfalls bald erscheinen. Was sagt ihr zu den drei neuen Modellen von Ocean Hookah? Wäre da etwas für euch dabei? Schreibt auf jeden Fall mal die Meinung zu diesen Pfeifen mal in die Kommentare. Würde uns mal interessieren, was ihr so von den neuen Modellen von Ocean Hookah so haltet. Ja, habt ihr schon von Maridan Tabak gehört? Der Tabak wird von zwei Brüdern in Deutschland produziert und der Rohtabak ist feinster Virginia Tabak.
Ja, aktuell gibt es 5 verschiedene Sorten zu je 150 Gramm und diese sollen dann 15,90 Euro kosten. Also ein klein wenig höherpreisiger Tabak. Die Sorten nennen sich jetzt Tingeltangel, ist Limette, Grapefruit und Maracuja. Lemon Tea, Herber Tee mit süß-sauer Zitronennote. Namaste, Kardamom, Zimt, Nelke und Milch. Chocolate Chip, Schokolade, Minze. Und Peachy Ice Tea, spritziger Pfirsich-Eistee. Ja, wir würden am liebsten mal den Tingeltangel und den Peachy Ice Tea natürlich probieren. Welche Sorten interessieren denn euch da draußen jetzt mal am meisten? Das würde uns auf jeden Fall mal interessieren. Deswegen mal ab in die Kommentare damit und wir werden es vielleicht berücksichtigen. So Freunde, bevor wir jetzt zum Top und Flop des Monats kommen, gibt es jetzt nochmal einen kurzen Hinweis zur anstehenden Shisha-Messe. Auch dieses Jahr steht die Shisha-Messe schon wieder in den Startlöchern und fängt dieses Jahr am 15. April an und endet am 17. April. Und das ist natürlich wieder Frankfurt am Main, der Treffpunkt. Ja, noch größer und interessanter soll das Ganze dieses Jahr werden, wie die letzten Jahre zuvor, denn es stehen Specials und Wettbewerbe an, rund um das Thema Shisha und Vape. Wir haben vor kurzem ein Infovideo gedreht über die Messe und dort gibt es auch 2x2 Tickets zu gewinnen, in dem ihr dann kostenlos zur Messe dann teilnehmen könnt. Wenn ihr noch Bock habt mitzumachen, habt ihr noch Zeit bis nächste Woche Dienstag, dann gibt es die Auflösung, wer gewonnen hat. Und deswegen auf jeden Fall mal einschalten, dieses Video anklicken. Das könnt ihr jetzt ganz einfach entweder in der Videobeschreibung den Link aufrufen oder jetzt über mir. Da seht ihr einen kleinen weißen Schriftzug, da könnt ihr auch draufklicken. Dann kommt ihr auch direkt zum Messevideo. Kommt ihr auch zur Messe? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Freut ihr euch drauf? Wir wollen es wissen. Nun kommen wir zum Top und Flop des Monats. Nehmt es jetzt ja böse, wenn ich ein bisschen ablese, was leider ein bisschen offensichtlich sein wird. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr langer Text und mit Stichpunkten ist das eigentlich so gut wie nicht wiedergebbar. Denn wir können jetzt aktuell aber auch nicht abschätzen, also Top des Monats, ob das jetzt ein Top oder Flop des Monats wird, ob es sich jetzt negativ oder positiv auswirkt. Denn es geht um die Abschaffung der 5% Feuchtigkeitsgrenze. Wie viele schon mitbekommen haben, wird ab Mai 2016 die 5% Grenze abgeschafft. Und die deutsche Tabakverordnung wird dann an die europäische Verordnung angepasst. Wir haben diese Meldung ebenfalls einmal auf Facebook verbreitet und überwiegend waren da jetzt nur positive Kommentare zu lesen. Wie zum Beispiel, juhu, nie wieder trockener Tabak. Ja, wir wollen die Euphorie aber jetzt auch ungern bremsen. Aber noch ist das nicht sicher, wie sich das Ganze wirklich auswirkt. Denn es kann sich zum Beispiel zum Positiven auswirken und wir haben alle keine Probleme mehr mit dem Tabakkauf, da jeder Hersteller nur rauchfertigen Tabak auf den Markt bringt. Aber es kann auch dann gepanscht werden, ihr wisst es. Wir haben total überflüssige Molasse mit drin. Aber, und jetzt kommt das eigentliche Problem, wenn es so läuft, wie wir schon von mehreren Leuten gehört haben, kann sich nach dieser Anpassung wieder ein neues Gesetz hinterherkommen, das besagt, dass Wasserpfeifentabak nur noch trocken verkauft werden darf, also dass diese Geschmacksaromen und so weiter nicht mehr drin sein dürfen. Dies bedeutet, man muss zum Beispiel, wie zum Beispiel bei PX1 oder X-Raha, die Molasse separat kaufen und auf den Rohtabak mit der Molasse anfeuchten dann. Angefeuchteter Tabak, wie er dann jetzt aktuell verkauft wird, ist dann komplett verboten. Ihr merkt schon, das Thema hat einen faden Beigeschmack und wir müssen abwarten, was die Anpassung an die EU-Verordnung so für Überraschungen mit sich bringt. Oder was meinst du? Ja, also ich denke, das wird auf jeden Fall nicht nur Positives bringen, sondern auch Negatives. Also ich schätze schwer, dass diese Tabakverordnung kommt, wie es jetzt bei den Dampfern ja eben auch schon kommt und mit dem Drehtabak, dass man den eben auch nicht mehr mit Geschmack anbieten kann. Ja, es ist ja jetzt Mentholzigaretten und so weiter, sind ja mittlerweile schon verboten. Und ich schätze, dass diese 5% Abschaffung schon einen bestimmten Grund hat und nicht, weil wir es einfach wollen, sondern weil die, ja, die EU-Verordnung eben dann so zutreffen wird, dass das Ganze dann eben trocken angeboten wird, sprich alles nur noch mit Rohtabak und die dazugehörige Molasse draufkippen, dann eine Woche warten und dann eben erst rauchen. Ich schätze schwer, dass das kommt, aber wir können es jetzt eben noch nicht sagen, deswegen warten wir mal ab, ob es wirklich ein Flop wird oder ob es doch ein Top wird. Wir warten einfach mal ab und ihr könnt auch gerne eure Meinung zu dem ganzen Gedöns, was jetzt eben in nächster Zeit alles so passieren wird, rund um das Thema Wasserpfeifentabak, in die Kommentare schreiben, wir diskutieren gerne mit euch mit. So Freunde, und jetzt seid wieder ihr dran, jetzt kommen wir wieder zum Kanal des Monats.
Yo, meine lieben Freunde, was geht? Ich bin Miro, aka Shisha Sheep. Manche von euch kennen mich vielleicht schon. Die, die mich noch nicht kennen, ich mache das gleiche im Prinzip wie die Shisha Warentester. Tabakreviews, Tabakvorstellungen, Pfeifenvorstellungen und so weiter. Ja, zurzeit mache ich meine Videos noch mit einer etwas älteren Kamera, nennen wir es einfach mal. Die Qualität kommt auf jeden Fall noch, also seid auf jeden Fall gespannt, ne, auf meine Videos. Zu guter Letzt, woher kenne ich die Shisha Warentester? Ich war auch mal ein Anfänger, wie glaube ich jeder von uns. Ich hatte mir damals gedacht, komm, guckst du dir mal an, hab mir ein paar Tutorials angeguckt, Pfeife, Kohle, was man halt nimmt, ne? Hab mir auf jeden Fall weitergeholfen und das war auf jeden Fall eine schöne Zeit mit denen. Ja, ihr habt es gerade den netten Kollegen gemerkt, wie einfach es sein kann, hier Kanal des Monats zu werden. Und da wir doch immer noch relativ wenig Einsendungen bekommen und das ein guter Push für euren Kanal sein könnt, dann könnt ihr das natürlich auch werden und nennt mich folgendermaßen. Ja, gar nicht schwer. Ihr müsst Shisha-Reviewer sein, Minimum 18 Jahre. Dann einfach ein maximal 40-sekündiges Video drehen, in dem ihr kurz über euren Kanal informiert, was ihr alles so für Reviews macht. Dann kurz noch erwähnen, wie ihr auf unseren Kanal, die Shisha Warentester, aufmerksam geworden seid und dieses Video uns dann zusenden an intro@shishaforever.de. Bitte nicht das komplette Video, sondern nur den Link, ja, von eurem Video, das vorher natürlich irgendwo auf YouTube oder sonstigen Videoportalen hochladen und uns den Link dann per E-Mail zukommen lassen. Ja, und dann schauen wir uns das Video an und wenn das in Ordnung geht, dann seid ihr eventuell schon, wenn noch keine weiteren Zusendungen gab in dem Monat, der Kanal des Monats im nächsten Monat. Ja, und ansonsten, was bringt es euch? Ihr habt natürlich kostenlosen Push für euren Kanal. Die Leute klicken auf euer Video, abonnieren euch gegebenenfalls, lassen ein Like, einen Kommentar da und so weiter. Also ihr bekommt auf jeden Fall mehr Aufrufe, wie ihr bis jetzt habt. Und das komplett kostenlos, das stellen wir für euch, wie gesagt, 40 Sekunden zur Verfügung, unsere Seite. Ja, und dann würde ich sagen, macht einfach mal mit. Und wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal für diesen Monat, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall euren Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten, abonnieren direkt unter uns. Und zum letzten Video geht es hier drüben auf der rechten Seite. Da kommt ihr zur Shisha Warentester Ausgabe im Februar. Dann sagen wir danke, bis zum nächsten Mal. Eure Shisha Warentester, Shisha Olli und Big2B. Servus!